Der 9-jährige Julian ist von einer 85-jährigen Autofahrerin überfahren worden und ist zu Tode gekommen. Die Eltern des 9-Jährigen sind davon überzeugt, dass durch regelmäßige Fahreignungsprüfungen dieser Unfall nicht passiert wäre und ihr Sohn noch leben würde. Sie haben nun eine Petition gestartet und wollen so ein Gesetz initiieren. Sollen Fahrtests für Senioren verpflichtend sein? Hallo und herzlich willkommen bei Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. Verkehrsminister Scheuer hat Fahreignungsprüfungen für Senioren grundsätzlich abgelehnt. Er meint, aus der Unfallstatistik ergeben sich überhaupt keine Auffälligkeiten. Hingegen sei es so, dass die Fahranfänger doch viel gefährlicher seien und mehr Unfälle bauen würden als die Senioren. Der ADAC springt dem Verkehrsminister zur Seite und argumentiert ähnlich. Nichts anderes war da zu erwarten. Eine ganz andere Ansicht haben hingegen die Unfallforscher des Gesamtverbandes Deutscher Versicherungswirtschaft. Diese sagen, dass die Gesamtanzahl der Unfälle, die Senioren verursacht haben im Verhältnis zu den Fahranfängern, zwar niedriger sei, aber man müsse sich die Anzahl der Unfälle anschauen und ins Verhältnis setzen zu der Fahrleistung, also zu den gefahrenen Kilometern. Und wenn man dies ins Verhältnis setzt, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Denn hier ergibt sich laut dem Versicherungsverband Folgendes: Die Senioren ab 75 Jahren liegen eben im Verhältnis Fahrleistung-Unfall bei einem Wert von 5,05 deutlich höher als die Fahranfänger mit einem Wert von 3,50. Der Bundesverkehrsminister Scheuer setzt da allerdings dagegen und setzt eher auf Eigenverantwortung der Senioren. Im Übrigen ist es so, dass in anderen EU-Ländern wie Norwegen, Schweden oder Niederlande Fahrtests für Senioren ab einem Alter von 70 Jahren schon lange gang und gäbe sind. In Spanien sind Gesundheitstests sogar ab einem Alter von 45 Jahren verpflichtend. In Deutschland ist dies bislang eben noch kein Gesetz. Und wir werden sehen, ob die Eltern vom kleinen Julian damit erfolgreich sind. Wie kann man nun die Fahrtauglichkeit überhaupt überprüfen? Wichtig ist, sind regelmäßige Gesundheitschecks, die auch der Hausarzt machen kann. Alle 2 Jahre empfehlen die Mediziner, sollten Augen und Ohren getestet werden. Und jetzt die große, schwierige, indiskrete Frage in der Familie: Wie mache ich denn Oma und Opa darauf aufmerksam, dass möglicherweise eine Fahruntauglichkeit vorliegen könnte? In dieser Situation will keiner von uns stecken und dieses Gespräch will eigentlich niemand führen. Aber man sollte vielleicht tatsächliche Vorfälle zum Anlass nehmen. Also Hinweise sind hier: mehrfach kleinere Unfälle, mehrfach beinahe Unfälle und häufig Strafzettel. All dies kann Indikatoren sein auf ein schlechtes Autofahren. Und dann wird wahrscheinlich entgegengehalten, dass immer die anderen rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer, die so rasen, schuld sind. Aber hier könnte man vielleicht einfühlsam, wenn denn doch mehrfach beinahe was passiert ist oder wenig kleiner Unfall passiert ist, darauf hinweisen: Oma oder Opa, du hörst doch ein bisschen schlecht, das weißt du, du hast ja ein Hörgerät, siehst auch schlecht, vielleicht überprüfen wir mal die Fahrtauglichkeit. In besonders schweren Fällen ist es so, dass man sogar Polizei oder die Straßenverkehrsbehörden hier einschalten könnte, damit diese dann von Amts wegen tätig werden. Ist was passiert im Straßenverkehr und ein Senior ist Verkehrsteilnehmer, ist es häufig so, dass Gerichte von Amts wegen eine Fahrtauglichkeitsprüfung anordnen, und da vermischt sich dann so ein bisschen das Verwaltungsrecht, wenn es um den Führerschein geht, mit dem Strafrecht. Hier müssen Senioren eben auch besonders aufpassen, dass ihnen dann eben von Amts wegen nicht der Führerschein entzogen wird. Und wir raten häufiger Senioren im Straßenverkehr, dass, wenn sie in irgendeiner Form beteiligt sind an einem Unfall, vorsichtig zu sein, dann nicht vielleicht zu sehr in die Offensive zu gehen, weil dann gewinnt man vielleicht den Fall, aber trotzdem kommt dann eine Behörde auf die Idee, den Führerschein aufgrund des Alters zu entziehen. Also es ist ein sehr sensibles Thema,
auf der einen Seite natürlich auch ein Grundrecht der Senioren, auch auf Beweglichkeit und Persönlichkeitsrechte sind das natürlich und freie Entfaltung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Eltern von einem kleinen Julian verstehen, der aufgrund einer doch älteren Autofahrerin verstorben ist und diesen Unfall man hätte vielleicht verhindern können. Ganz, ganz schwierige Frage. Wir werden sehen, wie sich es entwickeln, ob die Petition erfolgreich ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen Channel. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.